Sturm war. Kriege Revolver, kannst bald nehmen, Scheiß. So. Okay, bis jetzt sieht es ganz cool aus. Vor Freude erstmal die Taschenlampe anmachen. Okay, gut. Wir stehen jetzt ein bisschen weiter nach hinten rein. Da würde ich eher mal mit dem Einzelschussgewehr arbeiten. Warum ist das denn so ungenau? Ich ziele doch genau auf seinen Kopf. Komm her. Das ist ärgerlich. Da geht so viel Munition drauf. Ist denn der Kocke? Da seht ihr, was ich meine? Das ist tatsächlich so, als wenn er ihn gar nicht trifft, ne? So, okay, Jungs, was habt ihr dabei? Das ist alle Tinnef, was hier am Start hat, Freunde. So, okay, wir haben wieder ein bisschen Cash. Eine schwere Pistole war, ne? Die wollten wir ein bisschen auf pimpen. Upgrade-Kosten, ach Gott. Naja, ich warte, glaube ich, eher für die Reparaturgeschichten. Ich glaube, das ist besser. Ich heb mir das noch auf. So, zack. So ein bisschen mehr Gewehrmunition wäre ziemlich cool. Und ein Typ, bei dem es verkaufen kann, wäre auch gut. Oh, ist das ein Traum, Alter. Ist das ein Traum? So, kann ich lange verweilen. Ich muss Leute umlegen. Strong, two. Ah, shit. So unterwegs mit dem Arenikum. Das ist auch schön. Maybe there's something in here. Hier kuddelt mich ja keiner auf, Alter. Pistole? Nein. So, hier vorne. Energy Drink. Nehmen wir. Ist noch eine Kiste. Ach, schwerer Morgenstern. Wieso dreht ihr mir so einen Mist an? Ich will was Cooles, man. Ich will auch was Geiles. So, 100 Meter noch, 110. Dann treffen wir quasi auf Avron. Da vorne sind sie. Na das. Cool, das ist ein guter Treffer. Der steht doch hinter, oder? Surrender! Surrender, mein Freund. So, okay. Mist, der feuert hier nicht raus. Also, nicht davon mal abgesehen, dass ich eh keinen sehe, aber...
Einer hockt da, glaube ich, noch. Es ist ärgerlich, Alter. Du triffst die Krepelköpfe einfach nicht. Es ist doch zum Mäusemelken. So, da ist das Boot. Das brauchen wir. Aber wir müssen erst den kompletten Weg hier rum. Wir müssen uns da jetzt erstmal durchkämpfen. Vielleicht bin ich auch zu zaghaft irgendwie. Vielleicht sollte ich halt wirklich eher massiv stürmen. Ja, und ja nicht so ein Verschanzungskampf hier irgendwie machen. So, Deckungskampf. So, pass auf, holen wir uns nochmal hier die gute. Alter. Shit. Ich will's ja nicht gesehen da unten. Maybe there's something inside. So, wenigstens finden wir ab und zu mal ein bisschen Heilung. Das ist ganz gut. So, und jetzt hier stecken sie alle. So, rumsi, bumsi. Hm, können wir mal probieren. Vielleicht steht da so einer. Ja, zwei sogar. Sehr geil. So muss das laufen. Okay, zwei Leute noch da vorne, da ist er. Na los, dann komm raus. I'm stronger. So, Afron ist auf jeden Fall massivst gepanzert, der Penner. Da müssen wir uns halt einfallen lassen. Da müssen wir uns erstmal halt einfallen lassen. So, ich habe da Granaten im Sinn. So, okay, wir gucken erstmal kurz, was die Leute eventuell noch an Loot haben liegen lassen. Messingschlagring. Oh, hallo, Granatenfreunde. Sehr schön. So, da knuspern wir uns rein. Bisschen Cash. Und wir können ein Upgrade machen. Und das wird hier hingehen. So, ich habe vor, tatsächlich den Typ mit Raserei niederzumachen. Eigentlich mit der Bratpfanne, aber wenigstens mit einer Raserei. Okay, hier unten müssten auch noch welche stehen. Gehen wir hier kurz hin. I kill you. Okay, wo ist der Typ? Ist der hinter der Mauer? Ist dahinter, ne? Ja. Okay. Oh, fuck. Okay, wir müssen durchbreachen. So. Nachladen. Alter, auf geht's. Okay, der Rest ist alles oben. Oh shit, ey, sobald ich da meine Birne oben rausstecke, Alter, feuern die sofort los. Das sieht ja erstmal ein Snickers. So, tatsächlich will ich Afron hiermit platt machen.
Und der hat mich platt gemacht, Alter. Er hat mich platt gemacht, aber ganz locker. Wieso das denn? Also klar, gut, er hat Schusswaffen, ne? Aber nichtsdestotrotz, finde ich. Probier nochmal anders. So, erstmal kill them with fire. Okay, wo kam das jetzt her? Okay, Efren hat auf jeden Fall schon mal getroffen, das ist schon mal ganz geil. Feuer ist ja tatsächlich auch eine schöne Sache, wenn es um Rache geht. Schön, schön, schön. Sieht gut aus. Er verliert aber nicht viel Power, muss ich sagen. Da muss ich mal kurz hier mit dem Überraschungsei nachhelfen. Nicht so viel gemacht, wa? Schade. Schnell, schnell weiter. So, Erste-Hilfe-Kasten. Jagdbank, ganz wichtig. Okay, wir probieren es nochmal. Gehen nochmal rein. Da ist er. Also entweder interessiert ihn mein... interessiert meine Scheißgranaten ja nicht mehr. Wir gehen nochmal direkt so eine rein. Over there! So, das war's dann. Und hier war ich. Ich bin out of ammo, Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da hat er mich schon wieder gekriegt. Ach. So, wie viel Power hat er jetzt noch? Ist er wieder voll? Das wäre ärgerlich. So, ein Schuss. So, Captain Safran. Denn ja, wie gesagt, ich bin voll bis unter Dach, das ist alles... Oh Gott, da Bene, das andere Bene zu dir. So, hier steht noch irgendwo ein Typ rum. Stand. Sehr gut. Okay, gut. Oh, was haben wir denn hier? Gefährlicher Metall-Kanabo, was ist denn Kanabo? Schlagwaffe, ne? Also halt eine stumpfe. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Gut, okay, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt erstmal sein Boot klauen. Aber ganz auf die Entspannte. So, nachladen. Damit auch mal nachladen. Für die Geduld. So, okay. Gut, nehmen wir die Etage wieder tiefer. Hätte ich jetzt auch Feuer... Nee, ich glaube, ich hätte ihn erst... Ich muss ihn erst töten, ne? Ich kann vorher nicht gehen. Oh, was haben wir hier? Phönix. Klingt nach Feuer. So. Und wir müssen zur anderen Seite natürlich. Oh Gott, jetzt machen wir es hier mal spannend, Alter. Maybe there's something useful. Fleischermesser. Und wir haben ein Boot, Freunde. Wir haben ein Boot. Das Gute ist, an dem Boot ist auch eine Werkbank dran. Und dann ist natürlich ganz entspannt, ne? Irgendwie, weil das haben wir jetzt immer vorliegen. So, Matadero. Good job, friends. Good job. So, du hast jetzt erstmal Cash. Und du willst mir was sagen. Ready for a meeting with Moen? Sehr gern, bitte. Auf geht's. I'll see what I can do. Okay, let's go. We're here. You will find Moen in the hut at the other side of the bay. I'll wait here for you.
Okay, wir haben jetzt einen anderen Punkt im Dschungel erreicht. Und was gibt's hier? Ah, das ist guter Cola. Sehr guter Cola. So, hier können wir jetzt ein bisschen was von dem Zeug sammeln. Wunderschön, wunderschön. Wir können einfach hier der Spur des guter Cola folgen. Finden wir Moen jetzt hier in dieser Hütte? Bevor wir das tun, loote ich erstmal alles leer bei ihm hier. Mohan! Brothers! Brothers! I've been waiting for you. Voice from the radio said you'd come. Okay, warte mal. Mach jetzt hier die Pistole ausrüsten. Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero says you're okay. And that's one brother I trust. Your bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But na, I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? Überprüfe die Situation im Labor. Ach, ein Labor. Okay, da. Ja, gern, bring mich dahin. Okay, then. Moen. Let's go. So, ich mal kurz mal schauen. Wie sieht's denn bei dir aus hier? Oh, ein Ausweis hast du hier rumzuliegen. Sehr schön, den nehme ich erstmal mit. Als Pfand. 425 ist schon mal nicht schlecht. Aber ich habe keinen Verkäufer. Und wenn ich keinen Verkäufer habe, dann kann ich mir sammeln, was ich will. Irgendwie, dann werde ich den Scheiß hier nicht los. Okay, Moen. Na denn. Bring mich hin. Fahren wir jetzt mit dem, reisen wir mit dem Boot oder was? Oder zu Fuß? Ja, links oder rechts, Moen? Okay, gut. Fahne zeigt hier hin, denn also Boot. Moen, hast du Bock? Kommst du? Untersuche das Labor. Okay, alles klar. Denn auf zum Labor! Straight ahead that way. I'll wait here in the boat. I feel safer on the river. Don't mind me, I'll just wait right here. Sag mal, bei Jean können wir nicht verkaufen. Jean ist nur einfach ein Lager, ne? Ja. Dann machen wir das mal so. Dann zum Lager hinzufügen. Zum Lager hinzufügen. Zum Lager hinzufügen. Okay, hier haben wir schon mal ein Auto, das ist gut. Can't hurt to look. Schraubenschlüssel. Das ist mal Schnitte. So, ich nehme das Auto. 171 Meter, das fahre ich. Da bin ich faul. Okay, hier ist noch ein Schnellreisepunkt. Ah, krass, krass. Zombies hier alle in weißen Klamotten, Alter. Das ist ja krass. Das sind Labormitarbeiter. Cool gemacht. Cool gemacht. So, hier gibt's auf jeden Fall eine Menge Leute zu. Oh, ein schlechter sogar. Der Schlechter hat fallen lassen. Lass ich mal kurz gucken. Oh yes, 1200, das ist sehr gut. So, okay. Muss mal zusehen, dass ich jetzt hier ein bisschen wieder vorwärts komme. A, mit den XPs und vor allen Dingen halt auch mit dem Cash. Weil wenn ich jetzt überfahre, kriege ich zwar auch XP, aber halt weniger. Wesentlich weniger. Und vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit, dass die looten oder dass man die looten kann, ist natürlich extrem gering.
Von daher. So und. Das ist ja schon, lass mich hier von ihnen aus dem Busch anspringen oder was? Aber nicht! So, hallo Labor. Wir sind da. Wir gehen mal rein. Oh nee, das würde ich gerne mal mir angucken. Ja, wenn jetzt. Dankeschön. Oh, ein Einheimischer. Ein Eingeborene. So, okay. Sehr schön, sehr schön. Ich bin mal einer. Dann haben sie gerade noch rumgeknabbert. Aber mach du, steh ruhig auf, Junge. Gib mir nichts. Ein Satz. Okay, alles klar. Wir können reingehen. So. Na, Jungs, wie sieht's aus hier? I'm impressed. You tore through those undead like a tornado. I'm sorry, where are my manners? I'm Will. I will. You better talk to Dr. West. He's in charge here. Alles you have klar. To go through the locker rooms. The scientists here have started building barricades. Go. Look, see for yourselves. Okay, see for yourselves. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal nach dem Doktor. Durch den Lockerraum müssen wir. Ah, wie sieht es hier auf den Toiletten aus? Also entweder ist hier alle komplett unter Wasser oder hier wird richtig gebohnert. Oh, was haben wir hier? Bloody Mary Mod. Cool. Sehr schön. Okay, geht's hier? Ja, hier sind die Locker Rooms. Joe Dirt, Alter. Hi, Joe Dreck. So, ich möchte gerne was bei dir verkaufen, wenn es denn möglich wäre. Weil ich jetzt natürlich alles wieder nicht mehr bei habe. Es ist doch nicht wahr, Alter. Es ist doch alles nicht wahr. Okay, gut. Lass mich mal kurz gucken. Die Zerstörerische geht bis 430. Stand das jemals zur Option, dass wir die mal ausbauen? Okay, egal. Dann verkaufen wir die. Die Bolo-Machete. Und den Rest lassen wir. Ich würde natürlich perspektivisch irgendwann die Schockpistole verkaufen, weil ich denke, dass wir mit der schweren Pistole wesentlich weiterkommen. Aber momentan müssen wir noch ein bisschen die Kohle zusammenhalten. Also müssen wir noch ein paar Portemonnaies hier finden. In den Locker Rooms hier. Schön die Spinde. Oh, ich habe was gefunden. Das nennt sich Diebstahl, mein Freund. Leg's wieder hin. So, Alkohol. Ist ein Snack. Mehr Alkohol. Okay, wo sind denn hier die Wissenschaftler? Oh, Hammer. Ah, hier. Hey Jungs, grüßt euch. I'm a scientist, not a soldier. This isn't what I'm trained to do. So eine Aufzeichnung, die schneide ich mir gleich, aber ich höre mir erstmal kurz an, was sie zu sagen haben. So, zack, Batterie, Frucht, Brot nicht. Dr. West. So you are, I'm sure you're wondering what a laboratory like this is doing in the middle of a jungle. It's simple, really. We're developing, as well as testing various cosmetics, away from prying eyes. Ja, ja, Kosmetika, see, our previous lab was firebombed by animal rights activists. But right now, we're dealing with a more immediate problem. The source of this bizarre infection. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm Dr. Robert West. I've been examining the blood of several natives suffering from this infection, and it appears to be a virus of some kind. But it mutates so quickly it's impossible to classify. If you don't mind, I'll take a sample from each of you. In that case, please, line up. Mhm, okay, gut. Dann nimm mal eine Probe. Vielleicht sind wir die Lösung. Excellent. Thank you. I should have some answers in a few hours. In the meantime, perhaps you could help out a bit here? Alles klar, Ed Harris. Oh!
Eins die Macht, danke. Nehme ich. So, dann gucken wir mal, was du hier so hast. Gar nichts. Okay. Rauchenschwanz, Alkohol, Energy Drink. Ah, okay, dann hören wir uns mal kurz die Aufzeichnung hier nebenan an. Infected animal tore the driver right out of the car. They're trying to crawl through. I managed to distract everyone. Sorry, but I didn't even try to help him. Help me! Yeah, I know, but I guess for mine. I ran. I kept on running until I couldn't hear the driver screaming. Somehow I found the lab. A few of the guards thought I was infected. Frank needs our help. Frank was trapped in the other part of the laboratory. You have to help him. Alles klar, machen wir. Yes. Auch Hilfe. Thank you. Please, hurry. Alles klar, Bob. I do it. Oh, wir werden erstmal natürlich desinfiziert. Die Kontamination abgeschlossen. Wer bist du? Freundchen, so ja wohl nicht. Einmal diesen lästigen Assistenten. So. That's it. Yes, you did it. Hello. Okay, wir können wieder rausgehen. Okay, ihr habt hier echt ein paar lustige Untersuchungen gemacht, wa? Wiegt ihr so sehr? Schön. Na, wieder ein bisschen Gotti spielt. Okay, geh mal raus zu Bob. Oh, Moment, was haben wir hier noch? Können wir hier noch was looten? Jawohl. Champagne! Batterie. Okay. Ja, hätte ich jetzt auch nicht so, würde ich auch hier nicht so am Hungertuch nagen. Hätte ich jetzt auch ja nicht hier alles erstmal gelootet. Sondern mal ein bisschen später gemacht. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh, die Kohle! Let's open this up. Hm, damit genommen? Ja, damit genommen. So, Bob. Ich wäre bald für Geld oder so. Achso, jetzt hier Dekontaminationsschleuse ist jetzt nicht mehr so wichtig. Lass mal offen, wa? You made it! Frank found a way to turn Oleandersap into a poison that can shut down the central nervous systems of the infected. At least temporarily. Okay. Oh, 3665. Nehme ich. Ratten im Labor. Okay. Draußen gibt's einen Questgeber. Is it you? Ah, wahrscheinlich hier. Der Typ hier. The emergency generator is almost out of. I didn't want to worry West. Hey, Will. But the emergency generator is almost out of gas. Unfortunately, I have to watch the entrance. But I'm sure you can handle it. Ja, da kriegen wir hin. Was brauchst du? Hol eine neue Sicherung aus dem Lagerhaus. Absolutely. The main fuse of the generator needs to be replaced. You'll find a new fuse in the warehouse right behind the laboratory. The generator is located just a little bit farther. Kriegen wir hin. Don't worry. I'll stay in touch through the camera surveillance system. Okay, kleine Schrotflintenmunition, sehr schön, sehr schön. Zwar nicht, dass ich jetzt eine Schrotflinte gerade benutze, aber lieber haben und nicht brauchen als andersrum. Mhm. So, na gut, dann gehen wir mal raus und holen die Sicherung. Ah, hier war nochmal ein Schnellreisepunkt, sehr schön. Alles gar nicht mehr ab von den Schuhen. Das ist ein Rohr, ne? Genau. Oh, schnell. Ein bisschen Beeilung. Also ich würde es tatsächlich begrüßen, wenn wir hier nicht so rumschreien würden. I bury you. Wo sind sie denn? Was
alle da drüben. Okay. Ah, okay, ist offen. Danke dir.